willkommen auf meinem Kanal, ich bin Antonia und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe diesen Kanal mittlerweile ein Jahr und deswegen habe ich mir überlegt, zeige ich euch mit diesem Video, was ich so innerhalb dieses Jahres auf diesem Kanal gemacht habe. Ich hoffe, dass in nächsterer Zeit mal wieder arbeitsintensivere Videos kommen, allerdings stecke ich gerade mitten in der Klausurphase. Ich habe auch gestern erst eine geschrieben und ich habe gar keine Lust, die nachzuschreiben. Let's pray, dass ich das nicht machen muss. Außerdem sitze ich gerade an einem riesen Bild. Das chillt da hinten. Das zeige ich euch auch gleich mal vom Nahen. Aber das ist sehr, sehr arbeitsintensiv und ich bin noch nicht so super weit, wie ihr seht. Und davon muss ich 3 Stück machen. Also eigentlich habe ich auch zu tun. Wenn euch interessiert, wie das Ganze so später aussieht und weitergeht mit dem Bild, dann checkt doch meine Instagram-Stories. Zugegebenermaßen war da in den letzten Tagen und Wochen nicht so viel los. Aber wenn ich daran weitermale, dann zeige ich euch das auch. Wie gesagt, ich zeige euch heute die Sachen, die ich gemacht habe. Es gab auch noch so ein paar Zusatzsachen, die ich gefunden habe und dachte, die zeige ich euch einfach. Und das Ganze habe ich aufgeteilt in 3 Kategorien. Einmal DIYs, einmal Bilder und zum Schluss haben wir dann noch die Klamotten, die ich gemacht habe. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, wir legen los. Kommen wir zur ersten Kategorie, den DIYs. Und da beginne ich einfach mal mit allem, was ich bisher so mit Harz gemacht habe. Ich finde, es macht mega Spaß und es gibt ja wirklich noch extrem viel. Man kann basically alles machen, wenn man die richtige Silikonform dazu hat. Und tatsächlich sind die Schlüsselanhänger, beziehungsweise das Video zu den Schlüsselanhängern, auch mit meinem beliebtestes Video auf YouTube. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut euch da mal rein. Ich habe auch mal was mit Farbe probiert. Ich würde auch extrem gerne dieses Resin Pouring machen. Das ist so ein bisschen wie Acrylic Pouring. Leider habe ich nur glitzernde Pigmente. Ich muss mal gucken, ob das auch geht, dass man das mit Farbe vermischt oder so. Ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Das sind meine neuesten Schlüsselanhänger und die verkaufe ich auch. Ich wurde nämlich auf Instagram gefragt, ob ich das mache. Ich hätte nicht damit gerechnet, aber wieso nicht? Also wer einen haben möchte und den ich selber machen will, schreibt mir. Kennt ihr die noch? Das ist meine Handyhülle. Die sieht leider jetzt so aus, weil die Farbe darauf nicht so gut gehalten hat. Und dann habe ich das einen Tag einfach abgekratzt. Leider kriege ich den Marker da nicht ab. Hätte ich Harz auch früher entdeckt, hätte ich gewusst, dass man das mit Harz fixiert, damit es gut hält. Und ich werde mir auf jeden Fall eine neue Handyhülle mit Harz machen. Vermutlich so mit Fotos oder so. Mal schauen. Vielleicht mache ich da auch ein Video drüber. Und als letztes habe ich die Dinger hier. Ich finde die super cool. Ich bin echt froh, dass ich die nachgemacht habe. Und mal abgesehen von meinen furchtbaren Schneidkünsten, ich kann das einfach nicht, sehen die auch echt cool aus. Das lohnt sich total, die nachzumachen. Es ging super einfach und ich finde, es ist auch eine super Geschenkidee. Also, falls jemand keine Idee hat, die kann man auch super personalisieren. Und das war's auch schon mit den DIYs. Das bedeutet, ich muss mehr DIYs auf diesem Kanal machen. Next up zeige ich euch gemalte Bilder und oder Zeichnungen, die ich in diesem Kanal gemacht habe. Das war tatsächlich auch gar nicht so schwierig, die alle rauszusuchen, weil ich habe ja diese Bilderwand nur durch diesen Kanal. Und da stehen auch so meine Lieblingssachen. Besonders die, die ich mit Harz gemacht habe, die solltet ihr auch aus den Videos kennen. Das große Bild, darüber habe ich auch ein Video gemacht, aber leider ist da irgendwie der Ton blöd am Ende. Aber ich wollte es nicht rausnehmen, weil mir das Video an sich gefällt, also... Falls ihr jemand Lust habt, entschuldigt, dass der Ton so blöd ist. Zu diesem Bild gibt es auch ein Video. Das war nämlich ursprünglich auch für meine Bilderwand geplant. Ist aber nicht mehr dabei, sondern jetzt in der Ecke in meinem Zimmer. Ich finde die anderen einfach schöner, auch in Komposition zueinander. Außerdem hat meine Mutter gesagt, das sieht so ein bisschen aus wie eine Leiche. Und seitdem kann ich das nicht mehr ungesehen machen. Und deswegen steht es jetzt nur noch in der Ecke leider. Die 2 Bilder, ne, die hätte ich fast vergessen. Ich habe so meine Schublade aufgemacht und dann lagen die da noch drin und ich dachte mir, oh Mann, die habe ich jetzt gar nicht mit reingenommen. Außerdem weiß ich jetzt auch, dank euch, dass die Grille Kriki heißt. Ich glaube, ich wusste das auch mal, dass mir das nicht eingefallen ist. Schande über mich, Schande über meine Kuh. Das hier ist ein fetter Ordner mit meinen Zeichnungen. Und ich suche gerade die 3, die ich gemacht habe in dem Video. 3 verschiedene Zeichnungen, 3 verschiedene Stile. Und diese weiße Zeichnung, die von Jacob Elordi. Ich habe schon mal gesagt, ich erwähne es nochmal, weil es so krass ist. Die hat die französische Netflix-Seite in ihrer Story gehabt. Das war so cool, wirklich. Ich war so happy. Es hat echt meinen Tag gemacht. Falls es euch interessiert, kann ich euch auch mal so meine ganz alten ersten Zeichnungen zeigen. Ich habe wirklich fast alle aufgehoben und da sind teilweise Sachen von 2014 dabei, also wirklich komplett am Anfang.
Es ist vielleicht eine gute Idee, gerade weil ich momentan noch gar nicht so zeitintensive Videos machen kann. Also falls es euch interessiert, lasst es mich wissen. Kommen wir zur letzten Kategorie, Klamotten und vermutlich auch meine Lieblingskategorie. Fangen wir an mit meiner Disney-Hose. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, aber ich hatte ja vorher Bedenken, die zu bemalen. Ich hatte die jetzt auch nicht groß weiter an, weil wir ja alle momentan eh zu Hause sind. Aber ich warte auf den richtigen Moment, wo ich sie mal tragen kann. Ich habe die nachgemacht, weil es eine Hose von Zara, glaube ich, gab. Die habe ich sogar in meiner Pinnwand Painting Clothes gespeichert. Also falls ihr die sehen wollt, und daher hatte ich meine Inspiration für diese Hose. Das hier ist mein geretteter Pullover. Weil ich zu blöd bin zu sticken, habe ich den Pullover leider ganz schön ramponiert. Aber ich bin froh, dass ich ihn retten konnte. Einfach bei Farbe raufklatschen. Man sieht die Löcher zum Glück gar nicht mehr. Und ich hatte fast vergessen, den Pullover mit ins Video zu nehmen. Schande über mich. Das hier ist ein kleiner Zusatz und auch sehr speziell. Das ist eine Jacke, die habe ich für mich für die Arbeit gemacht. Und ich finde das Motiv wirklich richtig schön. Und dass ich quasi diese Deko mit Schmucksteinen machen konnte, gefällt mir mega. Da unten steht Berlin Fabulous, denn das ist die Marke, die ich mir ausgedacht habe, unter der ich früher die Klamotten bemalt habe. Da gibt es auch eine Instagram-Seite zu, die ist auf meiner normalen Instagram-Seite verlinkt, falls ihr da mal reingucken wollt, da gibt es noch viel mehr. Dieses Teil kennt ihr auch nicht aus meinen Videos, aber es ist ein ganz besonderes Kleidungsstück, denn das ist das erste Kleidungsstück, was ich bemalt habe. Das Ganze fing aufgrund so einer 2 Uhr nachts Idee an. Ich habe das gesehen und dachte mir, boah, ich möchte das jetzt unbedingt nachmachen. Und das war das Erste, was ich bemalt habe. Daraus ist quasi mein Mini-Business entstanden, dass ich Klamotten bemale und irgendwie auch dieser Kanal hier. Als Nächstes habe ich so eine kleine Collection von Jacken, die ich gemacht habe. 3 davon müsstet ihr kennen, beziehungsweise gibt es zu 3 Videos. Und die anderen 4 sind einfach Jacken, die ich auch bemalt habe, die ich mal zeigen wollte. Die sind alle in groß auf meiner Instagram-Seite Berlin Fabulous, falls euch eine davon gefällt und ihr ein bisschen Inspiration braucht. Mal genug von Jacken, denn ich habe ja auch Schuhe bemalt und zu beiden Schuhen gibt es Videos auf meinem Kanal. Ich werde da öfter mal gefragt, welche Farbe ich benutze. Ich benutze eigentlich immer für alles Acrylfarbe, also Acrylfarbe for the win. Was von mir auch nicht sicher war, waren Taschen. Das hier ist meine eigene Tasche, die ich bemalt habe, um zu checken, ob das funktioniert. Auch wieder mit Acrylfarbe und dann Lederlack drüber. Denn ich hatte nämlich einen Auftrag. Als Nächstes habe ich nämlich diese Tasche hier bemalt und ich musste austesten, ob das funktioniert, bevor ich diesen Auftrag überhaupt annehme. Und zu dieser Tasche gibt es auch ein YouTube-Video. Das ist tatsächlich das 2. YouTube-Video, was ich rausgebracht habe. Ach, wer sich daran noch erinnern kann, das ist eine schwarze Tasche gewesen. Die habe ich bemalt, wenn mir das nicht so gut gefallen hat. Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Ich muss aber sagen, es gefällt mir immer noch nicht so, dass ich sie tragen würde. Deswegen verkaufe ich sie gerade auf Vinted. Also wer Interesse hat, meldet euch. Das Beste kommt natürlich zum Schluss und das ist meine Vogue-Jacke. Diese Jacke habe ich in meinem allerersten Video gemacht. Sie war für mich quasi der ausschlaggebende Punkt, dass ich anfange mit YouTube, weil ich der Meinung bin, dass sie würdig ist, hier auf YouTube zu sein. Die meisten von euch kennen sie vielleicht. Ich habe auch schon von ein paar von euch Bilder gekriegt, die tatsächlich nachgemacht haben. Und die sahen alle echt wirklich super aus. Also vielen Dank auch, dass ihr mir das gezeigt habt. Und ich bin ziemlich froh, dass ich sie habe. Ich werde sie nie weggeben, einfach nur, weil sie für mich so einen besonderen Wert hat. Und sie gehört auf jeden Fall zu den Lieblingsdingen, die ich so gemacht habe. So, das war's dann schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und unterhalten und vielleicht ihr sogar inspiriert, ein paar Sachen davon nachzumachen. Falls ja, lasst auch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr was nachgemacht habt, zeigt es mir gerne. Ich freue mich sehr darüber. Ich habe auch schon ziemlich coole Sachen davon gesehen. Falls ihr aber noch nicht wisst, was ihr machen wollt, schaut doch mal auf meinem Pinterest vorbei. Ich habe da verschiedene Pinnwände zu wirklich verschiedenen Sachen und vielleicht ist ja da was dabei. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann!